Ja, liebe Medienvertreter, dann darf ich Sie herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz vor unserem Heimspiel am Freitag gegen den SC Freiburg. Ich begrüße natürlich auch wieder alle Zuschauer, die jetzt bei FCK TV live dabei sind. Hier oben begrüße ich unseren Cheftrainer Kostas Runjajić und unseren Stürmer Kasper Spielko. Und vorab noch eine Information. Wir haben für das Spiel am Freitag gegen den SC Freiburg Stand jetzt 28.500 Karten abgesetzt. Darunter sind bereits die rund 2.000 Fans aus Freiburg. Also wir werden auch dieses Spiel auf jeden Fall wieder Minimum 30.000 Zuschauer nachher im Stadion haben. Schiedsrichter der Begegnung am Freitag ist noch nicht bekannt. Sobald der DFB diesen bekannt gibt, werden wir es auf unseren Online-Kanälen natürlich wieder veröffentlichen. Dann kommen wir zum Sportlichen und zu den Fragen. Costa, es kommt das dritte Heimspiel, es kommt der SC Freiburg, aktuell Tabellenzweiter. Ist es bisher der, ich sag mal, schwerste Brocken, den ihr in dieser Saison als Gegner hattet? Ja, auf dem Papier mit Sicherheit. Mit Freiburg kommt eine Mannschaft, die sehr spielstark ist, die den Ball sehr gut laufen lässt, eine klare Spielidee haben, die auch diese Spielidee mit sehr viel Geduld auf dem Platz spielen und leben. Und ja, sie sind im Moment gut drauf. Sie wollen natürlich nach dem Abstieg aus der ersten Bundesliga auch schnellstmöglich wieder aufsteigen und nach dem fünften Spieltag im Moment Zweiter zu sein, ist natürlich schon ja, eine Größenordnung und zeigt auch, dass diese Mannschaft sehr gut zusammengestellt ist, dass diese Mannschaft ja, in dieser frühen Phase auch viele gute Situationen hat in ihren Spielen. Und insofern wird es sicherlich ein harter Brocken sein am Freitagabend. Dankeschön, Costa. Pritsche, ihr habt das letzte Spiel leider nicht gewinnen können. Jetzt war eine Woche Pause, jetzt kommt auch noch ein Top-Gegner. Wie motiviert seid ihr innerhalb der Mannschaft und wie heiß seid ihr auch auf dieses Spiel? Also ich persönlich bin sehr motiviert und sehr heiß auf das Spiel. Vor allem, weil wir halt das letzte Spiel vergessen lassen können. Ja, ich freue mich sehr auf das Spiel auf Freitag und dass ich gehört habe, dass schon so viele Karten verkauft worden sind. Das macht mich umso fröhlicher, weil die Unterstützung brauchen wir und ich freue mich schon drauf. Danke, Pritsche. Sie haben gemerkt, ich habe den Nachnamen nicht nochmal ausgesprochen. Das kann auch ich nicht öfters. Dann bitte ich jetzt um kurzes Handzeichen im Falle einer Frage.